Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Michael Smolik wird am 28.05., also nächstes Wochenende, schon wieder in den Ring steigen und dort seinen nächsten Kampf bestreiten. Mittlerweile steht er 3:0 im MMA und wird ebenfalls gegen einen 0:0 stehenden Emilio Kisua antreten, welcher auch 3:0 steht. Interessanter Kampf, beiden Striking Background, wird ein interessantes Match wieder im Stand-Up, wo Michael Smolik in diesem Sinne eine große Herausforderung vor sich hat. Und ja, in Bezug darauf ist er auch sehr aktiv auf Social Media momentan, beantwortet viele Fragen und Fans sind auf jeden Fall immer noch interessiert daran, wie es zwischen ihm und Eckerlin und Stefan Pütz beispielsweise aussieht, welche auch in naher Zukunft ja sehr, sehr große Fights anstehen haben in Frankfurt am 4.6. Und da hat Michael Smolik erstmal folgende Frage beantwortet gehabt in Bezug auf Eckerlin und Pütz. Ich habe vor jedem Menschen Respekt, sagte Michael Smolik auf die Frage, vor wem man mehr Respekt habe, vor Eckerlin oder Pütz. Und ganz klar ist hier auch, dass der Fragende natürlich versucht hat, eine Provokation, eine harte Aussage aus Michael Smolik in diesem Sinne rauszukitzeln, dass er da halt irgendwie dann schießt oder was weiß ich. Und er sagt hier ganz klar und deutlich, er hat Respekt vor jedem Menschen, egal ob der König von England oder der andere Olaf vom Supermarkt, der spielt für mich keine Rolle, jeder Mensch ist gleichwert nach dem Motto, da habe ich nicht irgendwie vor einem mehr Respekt und vor dem anderen so viel mehr Respekt. So, also da hat er sich nicht darauf eingelassen, da irgendeinen Kommentar in Bezug auf Eckerlin oder Pütz zu äußern. Ja, und dann hat jemand anders nochmal geschrieben, um da auch nochmal eine deutliche Meinung rauszukratzen aus Michael Smolik. Ich glaube, er meint eher mit Respekt Angst. Ja, also vor wem hast du mehr Angst? Im Oktagon beispielsweise. Und dann sagte Michael Smolik, dass er auf jeden Fall keine Angst hat, vor irgendjemandem gegen irgendjemanden zu kämpfen. Ja, er sagte, ich denke, dass kein Kämpfer Angst vor einem anderen Kämpfer hat. Also dann hat man die Sportart definitiv verfehlt. So, also er meint damit, weder die haben Angst vor mir noch andersherum. Ich meine, wenn man in den Cage oder in den Ring geht, wissen sie, was da abgehen wird und was da abgehen kann und dafür, dass man sich auch bewusst dafür entscheidet. Dann wird man auf jeden Fall auch keine Angst vor dem Gegner haben. Viel mehr Angst, seine Leistung, die man von sich selbst erwartet, nicht einzuhalten. Angst, sich selbst zu enttäuschen, aber doch nicht vor anderen Kämpfern. Ja, also da hat er eine deutliche Message an die Leute gerichtet, die behaupten, er habe Angst vor Eckerlin oder Pütz, beziehungsweise einen Kampf gegen die beiden. Das heißt, Michael Smolik hat große Ziele, will gegen sehr, sehr erfahrene Fighter in Deutschland ran. Und ich bin persönlich auch sehr, sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen wird. Wenn Michael Smolik weiter sein Ding macht, weiter die Kämpfe gewinnt, wird er auf jeden Fall auch die Möglichkeit bestimmt irgendwann mal bekommen, einfach gegen Pütz oder gegen Eckerlin zu kämpfen, weil die, wie gesagt, auch gerade richtig viel Reichweite haben und natürlich auch ordentlich starke Leute kämpfen, ja, Eckerlin hat einen erfahrenen Grappler jetzt und Stefan Pütz kämpft gegen Martin Zawada. Ich glaube, da muss man nicht reden, der Typ ist ja in Deutschland eine Legende, also da müsst ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie das Ganze sich noch in Deutschland entwickeln wird, ist eine sehr, sehr krasse Sache. Wie gesagt, der Kampf Michael Smolik gegen Kisua am 28.05. wird auch mega, mega nice, da werde ich auch nochmal drüber sprechen die Tage. Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da, bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.